Hallo und willkommen zu einer Folge Temtem. So, wir sind hier weiter in den Säulen der Hochebene unterwegs. Da steht ein Trainer, den ich gar nicht sehe. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ich glaube sogar, wir werden heute auch nicht rauskommen. Gebiet war ja recht groß. Meine, der Ausgang an sich ist relativ nah. Aber es gab nur viel, was neben dem Ausgang war. So, wieso so ein Elektrofeeder rechtzeitig, ne? Das ist schon wieder das Dumme. Auch 68, das heißt, oh, dich müssen wir auf jeden Fall austauschen. Dann tun wir dich da rein und du machst den hoffentlich platt irgendwie. Also wahrscheinlich One-Shot auf jeden Fall nicht, aber nach zwei Runden dann. Ah, kann ich auch was sagen, weil mit welchem Dus ist. Aber habe ich ja diesen Scheiß. Stirbt gleich Faktor drauf. Hm. Überlebt die nächste Attacke sogar, ne? Tja. So, der macht noch einen Captain Blitz. Also mit Captain Blitz stirbt er, aber ohne Captain Blitz überlebt er das. Wir waren. Warte mal. Oh, nee, ich war schon wieder. Warte, ich muss mal so eine Tabelle aufmachen. Ich war schon wieder so Pokémon-mäßig, dass Boden bei Gift effektiv ist. Aber das, ich habe halt den Bildschirm reingeklickt, hat mein eigenes Temtem angegriffen, oder? Habe gerade auf Totenal geklickt, wenn ich den Bildschirm reingeklickt habe. Ich glaube schon. Ja, gut. Ich habe mich selber angegriffen, das geht auch. Cool. Ist noch besser. Ich weiß nicht, ich vergesse jedes Mal diese Kacktabelle immer offen. Weil die ist ja immer offen. Nur nicht offen, ne? Also die ist nicht ausgewählt quasi. Im Tab. Jetzt mach ich da falsch rum. Ja, jetzt denkst du die Frage wieder eben bei Pokémon so, ja, Boden ist aber nicht effektiv, aber es ist halt hier nicht so. Deswegen habe ich mich da eben gewundert, so, hm. So ist es bei dem jetzt nicht effektiv. Ja, gleich mal der ja aus dem Leben ist gleich wieder und so halten uns hoch, als wäre dieser Kampf nie passiert. Blöd, blöd und fertig. Leber. Upp. Oh, brauchen wir mal die restlichen Seiten, die wir noch haben. Ja, full life. So. Ja, nichts passiert. Oh, da ist auch noch einer. WTF. Etwa einen halben Meter weiter. Wir können zwar auch nicht richtig arbeiten, aber egal. Also du machst den, dafür tauschen dich das aber aus. Jetzt gibst du Wasser, dann hauen wir dich da rein. Erfüllt jetzt eine Giftattacke ein. Logisch, war ja vorhin nur ein Boden-Temtem draußen. Gegen das Gift uneffektiv ist, aber hey. Kannst ja einfach mal eine Giftattacke auf das einsetzen. Logisch. War mein Klos. Nur zu sehr tot. Ja, es war auch immer wieder mega dumm, dass die erste Attacke eine Giftattacke war. Das sind halt manchmal Sachen, wo ich mir denke, irgendwie habe ich fühle mich da verarscht vom Spiel.
So ist wenn das Spiel quasi noch, obwohl, also während der Runde noch die Attacke irgendwie getauscht hat, irgendwie so. Er macht für mich irgendwie gar keinen Sinn, warum hat er jetzt eine Giftattacke eingesetzt, wenn er vorher ein Bodentemtem draußen war. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein NPC das voraussieht, dass ich meinen Temtem austausche. So, und selbst wenn, auf was denkt der, was ich austausche? So, dann hat er jetzt recht, dass ich auf einen Naturtemtem raustausche, irgendwie. Das ist einfach so, mit denke, hä? Ist das Schwachsinn einfach? Naja, wir haben noch ein paar Beleber. Guten Tag. Und ein paar normale Salben haben wir ja auch noch hier. Also Salbefluss, normale Salben. So, dann müssen wir noch die Karte gucken. Da rechts kommen wir ja nur runter. Ah ne, guck mal an, hier kommen wir gar nicht hoch. Wir müssen diesen ganzen Weg hier latschen, um hier rumzukommen. Ah. Ach man, dann haben wir eh noch einen weiten, weiten Weg vor uns. Wo ich nicht so ganz weiß, wie was das hier sein soll. Also geht's hier, ist hier unter noch irgendwie ein Bereich? Sieht so aus irgendwie, ne? Von hier aus kommt. Okay, verstehe, verstehe. Jetzt können wir platt machen. Easy One-Shot hier. Ein Digital-Tantan, okay. Das werden wir hinkriegen. Ohne zu sterben diesmal. So, du das. Ja, bisschen, ja komm, wir müssen eine Prio-Attacke da einsetzen. Aber wir müssen eine Prio-1-Attacke einsetzen, damit wir schneller sind. Das heißt, das Verbrennen an sich macht keinen Sinn. Wer setzt jetzt für eine Attacke ein? Hat unser. Weil er uns doch einmal gewonshottet, aber gut. Hat unser Steinschlag nicht den Prio 1? Also die schlechteste Prio? So, hä? Das machen wir jetzt schneller als der. Was hat denn seine Attacke für eine Prio gehabt? Okay, ja, wir sind in der Reihe. Verstehe ich es nicht so ganz, aber ja. Und so viel zu, wir verlieren mal keinen Temtem, ne? Aber ja, okay. Ah! Ich wusste auch nicht, dass das Ding eine Elektro-Attacke kann, davon abgesehen. Ja, heute ist die Folge der Toten, ja. Erstmal, Platte muss wieder beleben. Ne, nicht beleber, ja, eine Salbe wieder raufquatschen. Ich glaube, wir müssen bald mal wieder einkaufen, ein paar Sachen kaufen. Ich glaube, nachdem wir hier durch sind, sind wir nämlich arm. Haben wir keine Items mehr im Inventar hier, ey. Die Trainer irgendwas wieder beleben und heilen. Okay, digital und Wasser und Elektro. Beide sind scheiße schon wieder. Ich muss beide von meinen Leuten wieder raustauschen. Was ist denn das für eine Kacke? Man muss ihn mal raustauschen. Okay, du kriegst die Elektro-Attacke ab. Das heißt, du wirst zu Tortonite. Und du kriegst eine Wasserattacke ab, deswegen wirst du zu Loali. Das passiert eh wieder was komplett anderes, aber egal. Wahrscheinlich kriege ich erst eine Kampfattacke ab. Von, keine Ahnung, wer auch immer von denen eine Kampfattacke kam, schon wieder recht, kam schon wieder eine Kampfattacke. Du kriegst das ja sicher ab, ey. Das hat schon mal so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Und das hat auch so funktioniert. Ah, perf, Alter. Beste Runde bisher hier, ey. Ist genau das passiert, wie ich mir das erhofft hatte hier. Ey, unser erster Kampf heute, wo wir kein Temtem verloren haben.
Weil er fast unser ganzes Ding kriegt dafür Erfahrungspunkte. Schön. Du bist ganz schön, der wurde nicht eingesetzt. Okay, digital, mental, Flug, Pflanze. Okay, es ist zwar Flug, das ist nicht so geil, aber ich hoffe einfach mal, dass wir es einfach zusammen töten können, ja? Weil im digitalen Mental dürfte jetzt erstmal nicht so viel gegen uns tun, wenn ich mich nicht täusche. Wir müssen nur hoffen, dass Luke auch noch rauskommt. Jetzt hat er nicht so viel. Ja, es ist halt wieder dieses Frühstück Giftattacke, ne? Da muss er ein bisschen mehr Schaden drauf, muss ich sagen. Weil ich glaube fast, dass der Glut da ist, auf jeden Fall nicht ausreichen wird. So, aber es brennt wenigstens. Das heißt, falls ein Flugattacke als einsetzt, kriegen wir nicht ganz so viel Schaden. Ich mach sogar nur so einen niedrigen Schlag, okay. So, dann machst du nur das auf den. Und du findest den da. Natürlich hast du jetzt eine höhere Prio-Attacke und jetzt lässt du auf einmal eine Flugattacke ein hier. Ach, leck mich doch, ey. Ja, immer Platimos, das ist halt das einzige Attempt, wo er noch was quasi noch Erfahrungspunkte braucht. Weil dann hat er 65, du hast es 64. Das ist ganz einfach, das stimmt, ey. Das gibt's doch nicht. Ah. Das ist halt der Trainer hier mit, die haben halt immer zwei Temtems gehabt, hat er über Level 70, tun halt ordentlich weh, ne? Die mal irgendwas effektiv angreifen. Belebt das jetzt aber noch? Ja, okay. So, dann sollte er jetzt hoffentlich tot sein, oder nicht? Mit beiden Attacken. Na, ruhig knapp. Aber es ist ein richtig krasser Feuerattacke, komm, Uso, du schaffst das. Weil diese Attacke von Nuga ist, so wie die hier aussieht. Wir sind eigentlich auf so einer kleinen schwebenden Insel hier gerade. Die ganze Insel müsste gerade zersprengt worden sein und müssten alle tot sein. Aber hey. Ist halt Spielelogik, ne? Wenn du den fetten Meteor siehst, wie die nächste Runde aussieht und wir sind hier jetzt auf dieser kleinen schwebenden Insel hier gerade. Schwierig, sag ich mal eigentlich, ne? So vom Ding her. So, Bub, hier brauchen wir ein bisschen Leben. Du jetzt nicht. Also, wir haben ja auch unser Temple Sense. Aber jetzt will ich auch nur Platimos heilen, alle anderen sind, wenn die tot sind, sind sie erstmal tot. Bis wir quasi hier. Sie immer die Tempest-Sensor einsetzen. So, hier müssen wir runter. Links, rechts, warte. Links Sackgasse, das heißt, hier gibt es hoffentlich irgendwas. Ein Sticker, yay. Hallo. Was hier. Na, aufsammeln? Fresh mit dir. Pflanzbier. Was hier, die kleben wir irgendwann anders mal ein. Wait, gibt's auch hier einen Weg? Das ist eine Hürde. Wait, fuck, was sind wir jetzt hier? Okay, unten ist ein Ausgang. Ja, weiter. Ich kann was die hier macht. Auf welcher Schnittschuh fahren? Gut, jetzt schätze mal, dass hier wahrscheinlich gibt es hier bestimmt wieder irgendein einzigartiges Temtem, oder? Was es nur in diesem Ort hier gibt. Kann ich gut vorstellen. Du wahrscheinlich eher weniger. Aber du bist easy Erfahrungspunkte hier für uns. Hoffe ich. Machen wir mal so und. So. Ja, reicht hoch. Das ist voll wirklich das Temtem, ne? Die geben schon so gute Erfahrung. Also wenn es das die ganze Zeit hier auftaucht, könnte man ja echt gut leveln. Also ich hoffe eigentlich erst, dass irgendwas anderes noch auftaucht. Ich meine, gut, eigentlich will ich eh nichts in meinem Team haben, so davon abgesehen, aber. Die Biene vielleicht? Ja. Aber wir kommen gleich wieder ab hier. Ich mach die auch nochmal kurz platt hier, einmal so und einmal so. Nicht so.
Zum Glück ging die Flugattacke nicht auf unser Gift-Temtem. So, wo führt der Ausgang hier hin? Ach, da oben war gar kein Weg mehr. Also da oben war eine Sackgasse dann quasi. Wenn ich das richtig sehe. Also hier links, wäre ich denn hier in dem Moment einfach gegen den Berg gelaufen oder was? Was muss ich mal kurz angucken. Ist ja irgendwie Schwachsinn, oder nicht? Warum führt der Weg gegen den Berg? Macht da überhaupt keinen Sinn irgendwie. Oder gibt es halt noch ein Item oder so oder irgendwas? Ich würde es auch verstehen, wenn der Weg mitten in der Luft anhält, aber warum führt der gegen den Berg gegen? Eigentlich kann ich hochklettern. Oh Leute, hier war eine. Hier oben war ich doch schon, oder nicht? Nee, hier oben war ich doch gar nicht. Okay, hier war ich noch nicht. Also jetzt gibt's auch nichts, außer ein Sticker. Ja, wir hinsetzen, dann stehen wir hier ein bisschen. Ach, schöner Ausblick, ne? Man wird es aber sehen. Jetzt wäre cool, wenn sich die Sicht so nach links drehen würde, dass ich da wirklich auch hingucken könnte. Aber so ist es irgendwie ein bisschen, ja, du Respekt mir das hier oben. Alter, dann mal wieder runter. Gehen wir mal durch die Höhle. Wo ist ja gar keine richtige Höhle. In normalen Höhlen tauchen ja einfach so Temtems auf. Tun sie hier ja nicht, weil hier gibt es ja noch extra Gras dafür. Das heißt, das zählt quasi jetzt Außenbereich hier, ne? So gesehen. So, da sind auch nur wieder zwei Temtems. Können diese zwei Temtems können wir mal aufhören? Die sind irgendwie ganz schön stressig hier, ne? Weil die Gegner viel zu viel Damage machen. Der sieht nicht aus wie ein zweiter Temtem-Kampf. Sieht aus wie ein 6-Temtem-Kampf. Eine unentwickelte Yard. Schauen. Drei sogar nur. Okay, einen von den beiden können wir töten. Ist das nicht auch sehr effektiv bei dem? Ist nämlich auch immer nur digital? Warum ist er grün und er nicht? Vielleicht verwirrt man das lieber so rum. Hat er noch irgendeinen zwei Typen, an die ich mich nicht erinnern kann? Okay. Den hier nochmal. Mach nochmal den. Ja, warum denkst du? So, wir werden das auf jeden Fall nochmal Platinus kurz hochheilen, weil wie gesagt, das braucht noch Erfahrung. Das darf hier erstmal nicht sterben. Und hier fliegen wir, glaube ich, mal ganz schnell. Weitermischung von ihm gerade, auch gut. Hat jetzt auch noch das Temtem, das ist ein Scaravolt, ja locker. Ein Scaravolt. Okay, wir wissen aber, das ist so wie ein Zeugfeeding da, das ist keine Elektroattacke. Und das ist auch relativ schnell, wenn es die einsetzt. Aber ich riskiere es aber wieder, dass wir den diesmal töten. Vielleicht mal scheiße, dann brennt er wenigstens noch. Wir haben eine schnellere Prio. Toll. Komm, sei schneller. Ja! Ach. Tot. Loser. So, jetzt kommt Scarabolt raus. Okay, dann machen wir jetzt Tsunami.
Hoffen, dass das für Skarbold reicht, auch wenn seine Spezialverteidigung gerade gestiegen ist. Greifen wir den auch dich an. Er steigert seine Verteidigung und sowas auch, okay. Skarabolt sogar überlebt, das ist nicht so gut. Damit ist Platinum nämlich tot. Ah! Still alive! Tja. So und so. Sieht schon krass aus, die Attacke. Muss man einfach mal so sagen. Hey, 65 erreicht. Gleich auch mit den anderen endlich mal. Okay, dann würde ich sagen, war es wieder für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.